ich finde es eigentlich ganz faszinierend, weil ich einfach diese Spanne an, sag ich mal, Vorstellungen zum Beispiel auch von Gott, Jesus, sonst was, eigentlich so interessant finde, dass ich auch nochmal andere Andrücke hier auch gewinnen wollte. Alles ist auf Augenhöhe und man hat einfach auch die Möglichkeit, seine Meinung zu vertreten. Heutzutage macht für mich Menschsein Unterschiedlichkeit aus. Vielfältigkeit. Jeder kann sich frei entfalten, wie er möchte. Aber es geht immer auch darum, dass zum Menschsein auch die Erfahrung von Begrenztheit und Scheitern gehört. Und ich hoffe, dass es in Zukunft auch gesellschaftlich noch viel mehr Offenheit für unterschiedliche Realitäten geben wird. Wir möchten bei der Rallye-Akademie einen Raum schaffen für Begegnung, für Gemeinschaft, für Kreativität, für gemeinsames Nachdenken an Fragen. Zum Beispiel die Frage, was macht eigentlich den Menschen aus? Die Rallye-Akademie ist auch für uns ein Ort des Lernens, weil wir von den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern viel lernen können. Wie sie auf die Welt schauen, wie sie auf Glaube, auf Religion schauen, was sie ja, an Ideen mitbringen, was den Menschen ausmacht. Und davon profitieren wir sehr. Was braucht der Mensch, um gut zu leben? Vielleicht die schönste Beobachtung, dass der Glaube sagt, du bist genau richtig und gut so, wie du bist. Im Glauben geht es generell darum, auch den anderen zu sehen, den anderen als den anderen und meinen Nächsten zu erkennen. Menschen sind sehr, sehr unterschiedlich. Sie sind vielleicht gleich wert, aber sie sind sehr unterschiedlich. Ich glaube, wenn wir diese Perspektive wieder stärker machen und Unterschiedlichkeiten im Menschen sehen und Unterschiedlichkeiten zulassen, dann wäre auch Glaube etwas, was für jeden da sein kann. Wir sind alle divers! Es ist quasi so, dass wenn man sich Wissenschaft und Glaube zusammen anguckt, ist es ja meistens so, dass die Leute nicht verstehen, dass das zusammen funktionieren kann. Weil die meisten Leute sind davon überzeugt, entweder Wissenschaft oder Glaube. Und wir wollen damit quasi zeigen, dass das eine das andere nicht ausschließt. Es fängt ja in der Bibel an mit der Schöpfung. Gott hat die Menschen und die Erde erschaffen und wir haben auf der anderen Seite die Evolutionstheorie. Man würde ja jetzt denken, ja, das schließt sich aus, aber es ist ja eigentlich so, dass es zusammen funktionieren kann. Ich glaube, dass alle Lebewesen aus der Evolution entstammen. Also mir hat Gott den Sinn gegeben. Was ist eigentlich der Grund, auf dem ich stehe? Was treibt mich an? Was bestimmt mich? Was gibt mir Mut, Hoffnung? Aber wo darf ich auch scheitern? Ich glaube, das ist die wichtigste Frage überhaupt. Die Religion, der Glaube, erlaubt eben auch nicht perfekt sein zu müssen. Das Menschsein macht aus, dass wir im Moment uns als Menschen komplett neu erfinden müssen. Wir müssen irgendwie neu klären, was ist eigentlich der Mensch, wenn er ständig ein Telefon dabei hat, auf das er guckt, wenn er plötzlich sich darauf verlässt, dass das Auto die Verantwortung beim Fahren übernimmt, wenn der Mensch plötzlich darüber nachdenken muss, was es eigentlich bedeutet, wenn nicht eine Pflegerin mir die Medikamente im Heim reicht, sondern ein Roboter kommt und mich anschließend auch noch fragt, wie es mir geht. Skooli ist im Grunde ein Roboter, der uns bei der Ferienbenotung helfen soll. Ist das wirklich fair? Selbstoptimierungskonzepte lassen sich ja digital besonders gut voranbringen. Aber bringen sie auch Glück? Und ich dachte, ja, einmal im Leben möchte ich das unbedingt gemacht haben. Und deswegen bin ich ziemlich froh, dass ich hier bin.